Willkommen zurück zu The Green Hell. Gut, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und wir wollen eigentlich hierhin. Aber wir werden heute eine kleine Planänderung machen. Wir sind ja jetzt hier, müssen eigentlich dorthin, aber wir werden jetzt zu 1952, 51 mal gehen, weil dort habe ich gesehen, soll ein Lager sein, wo wir dann auch endlich mal speichern können. So, das ist jetzt erstmal die Mission, dass wir dorthin gehen und dass wir uns dann da ein schönes Lager noch aufbauen. Und dann von dort aus werden wir dann hier wieder hinmarschieren. Weil so wie ich das mal gesehen habe bei anderen, die das Koop gespielt haben. Da gibt es hier, wie gesagt, das Lager und da wollen wir jetzt einfach erstmal hintigern. Gut, quatschen wir nicht so viel, sondern legen wieder mal los. So, wir gucken aber erstmal, was unsere Uhr sagt. Gut, das sagt noch alles schön. Und dann machen wir mal los. So, eigentlich wollte ich mir noch einen Pfeil und einen Bogen bauen. Oh, das können wir dann, glaube ich, wenn wir in dem Lager sind, machen. So, wir werden mal hier uns einen Speer nehmen, falls hier irgend wieder welche Tiere auf die Idee kommen, uns wieder beißen zu müssen. So, nebenher werden wir mal Verbände herstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich die Blüte da mitgenommen habe, aber okay. So, wir gehen nochmal schnell zurück. Ich glaube, hier war noch diese dringende andere Pflanze für Vergiftung, falls uns irgendeine Schlange beißen sollte. Jedenfalls hatte ich sie hier gesehen. Vor der Vision. Okay. Scheint also nicht mehr da zu sein. Na gut. Ein Versuch war es wert. Na, hier haben wir doch die Tabakpflanze. Pilzchens mitnehmen. Stock können wir noch mitnehmen. Also ich muss mal gucken, ob wir noch richtig sind. Ja, jetzt gehen wir hier durch. So, der Dialog, ich habe einen Felsen mit. Hey, Mia. I didn't mention this earlier, but I saw a rock covered with tribal paintings. Now it's gone, as if it never existed. What do you mean, gone? It disappeared. Jake, cariño, you're not making any sense. When did you last sleep? Never mind that. I found a way through. Over and out. Just be careful. I better not be going crazy. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt auch richtig sind hier, da wo ich eigentlich hin will. Aber rein theoretischerweise ja. Gucken. Also wir sind jetzt hier durchgegangen und jetzt hier, ja, also müssten wir eigentlich hier an dem Fluss? Nee. Ja, wir finden das schon.
Leguan. Da war irgendwo wieder eine Schlange. Oh, was haben wir denn hier? Bleib stehen. Ist der mit meinem Speer abgehauen? Das ist Kacke. Das war wieder unüberlegt. Okay, dann müssen wir uns einen neuen Speer machen. Also brauchen wir einen langen Stock. So, jetzt sind wir an irgendeinem Teich. Das heißt, wir müssen jetzt hier sein. Und wir müssen nach Norden. Also, so lang. Pilze. Wir können ja mal gucken, was wir so schönes futtern können. Weiß gar nicht, ob die... Ja, das waren die richtigen Gold. Wie, jetzt habe ich Parasiten? Ist ja Kacke. So, was das jetzt für ein Zeichen ist, weiß ich natürlich jetzt nicht. Naja, du hast mein Speer weggenommen. Nee, unsicher. Wir wollen uns mal waschen. Ah, okay, das Zeichen bedeutet, wenn wir dreckig sind, dass wir uns waschen müssen. Okay, gut. So, nach Norden müssen wir. Nein, da gehen wir nicht lang. Das sind Ameisen. Guck mal, hier ist ein Gürteltier. Dann nehmen wir noch die Larven hier mit. Ist wieder diese komische Pflanze. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Hey, this might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. Oh, da war schon wieder eine Schlange. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Ja, sitzt schon wieder einer. Na toll. Jetzt habe ich meine Axt weggeworfen. Wir gehen mal lieber weg vor der Klapperschlange. Gut, wir sind jetzt schon mal am Meer angelangt. Nein, auch Vögel sitzen dort. Unbekannte Pilze. Wir nehmen sie einfach mal mit. So, ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwo so ein Krokodil ankommt. Wir haben wieder keine Ausdauer. Also ich hab's doch geahnt.
sollten weggehen hier. Das nächste, was wir bauen müssen, ist echt ein Bogen. So, hier vorne sieht man schon das Lager, wo ich jetzt offiziell hin will. Ja, die Frösche hopsen auch schon rum. Schön. Ne, die sind giftig, die will ich nicht haben. Die sehen auch schon so giftig aus. Hey Mia, found a dock, but it looks abandoned. There's no one around. Yes, I'm all by myself. Damn, honey, just stay strong. Yeah, I know. Wir haben Trockenfleisch gefunden, okay. Orangensaft gibt's hier. Autorücksicht zum Schlafen. Ne, wir wollen ja noch nicht schlafen. Was gibt's hier? Chips können wir auch noch nehmen. Mann, was es hier alles gibt. Oh. Wir haben eine rostige Axt. Na, die ist doch schon mal gut. So, dann gucken wir mal, was uns hier noch so alles Schönes gibt. Hier gibt's ein vierzackiges Speer. Na, den nehmen wir doch mal mit. Können wir hier gleich mal aufräumen. 11% Haltbarkeit, gut. Das hauen wir mal weg, weil das ist eh so gut wie kaputt. Gut. So, aber wir wollten uns ja eigentlich Pfeil und Bogen herstellen. Und wir müssen erstmal das Dialog machen. Über den Hafen hier, kannst du mir sonst noch etwas über... Well, I found a boat, but it's damaged, and it won't float. Looks like someone did it on purpose. Who could have done it? Ich habe keine Ahnung, die Stammesangehörigen. The tribesmen? I don't know, Cariño. Maybe. If not them, who else? Gut, das war auch sehr hilfreich. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen langen Stock uns besorgen, beziehungsweise irgendwas fällen. Wo wir uns einen Bogen draus machen können. Der hier hinten sieht ganz gut aus. Wir probieren mal den hier. Was ist denn du? Achso, er hat keine Energie. Gut. So, wir brauchen aber einen langen Stock. Langen Stock, okay. So, herstellen. Natürlich haben wir keine Lianen. Nehmen wir den mit. Lassen den hier fallen. Und machen wir hier irgendwo? Ja. Nehmen hier die Liane. Herstellen. Ein Bogen. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir uns natürlich noch Pfeile herstellen. Die macht man aus kleinen Stöckern und diese Federn von den Vögeln. Dazu mal einen Stock. Und jeweils zwei Federn. Da haben wir einen Pfeil. Dann werden wir uns jetzt gleich mal ein paar herstellen. Weil ich habe die Befürchtung, dass hier vielleicht Ureinwohner kommen könnten. Gut, ich glaube drei sollten jetzt erstmal reichen. Und dann werden wir uns jetzt erstmal um unsere Energie kümmern.
Essen. Essen das einfach mal. Essen. Hier trinken wir erstmal O-Saft. Das sind Maden, die wollen wir jetzt nicht. Bis jetzt scheint das, was ich esse, auch gesund sein. Hier ist Fleisch, das können wir dann mal anbraten, wenn wir dann Lagerfeuer machen. Was ist das? Unbekannte Frucht. Verdorben, gut, dann können wir die gleich mal wegmachen. Und das sind bloß die Maden. Okay. So, damit wir die später nicht wieder aufsammeln. Zerstören wir die gleich mal. Gut, 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 gut. Oh, wir haben einen Fisch hier dran. Und dann können wir hier nämlich. Brauchen wir sie. Ja. Die Maden reinmachen und dann sollten dort die Fische anbeißen. Noch ist alles voll. Alter, ist der Wasserfetter. Da kommen wir dann. Dreckiges Wasser oben rein und unten kommt sauberes dann raus. Gut. So. Ich sollte, glaube ich, eine Runde schlafen, um unsere Energie wieder zu kriegen. Es ist schon wieder dunkel. Sagenhaft. So, was haben wir denn an Stöcker, um uns das Ding zu machen? Gut, dann müssen wir nochmal dahinter. Naja. Gürteltierchen. Ich glaube, aus dem Gürteltierpanzer kann man sich auch eine Rüstung machen. Aber ich weiß es jetzt gar nicht. Das Feuerbrett braucht man nicht. Ach so, wir sind voll. Okay. So, ist gut, das war voll. Gut, wir sind voll. So, dann würde ich sagen, wir machen uns erstmal ein Lagerfeuer und essen unser Fleisch, wenn es überhaupt noch haltbar ist. So, das ist die gute Frage, wo machen wir? Wir werden unser Lagerfeuer genau hier reinmachen. So, wo haben wir denn unser? Das wollen wir jetzt benutzen. Wir machen jetzt die Fasern dort rein. Und zack. Unser Feuer. Wir hatten irgendwo, glaube ich, noch Kohle einstecken, oder? Drei. Könnten wir eigentlich mit reinmachen. Sollte glaube ich besser brennen. Was ist das? Ach so. Unser Fleisch ist schon verdorben. Dann nehmen wir das gleich mal. Damit wir was zu essen haben. Ach nö. Es regnet und unser Feuer ist ausgegangen. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir dann hier weiter.
Es war jetzt gerade schade, ich habe das Fleisch hochgelegt und es fängt an zu regnen, aber ich hätte doch selber nachdenken können. Aber gut, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.